Willkommen, meine Freunde, zu einem weiteren Part Let's Play Zombie Hub. Wir befinden uns noch im Safe House und wir wollen jetzt wieder zum Doktor gehen, da wir im letzten Part ja ein Buch gefunden haben, was sich der Doc mal angucken will. Da habe ich mir gedacht, komm, machen wir vorher noch einen kleinen Cut und deswegen gehen wir jetzt auch zum Doktor. Wo haben wir denn? Hey, warum gehst du raus hier? Wo ist er denn hier, der Buckingham Palace? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Hier ist er, genau. Hier ist auch unser Ziel. Deswegen, Keller des Palastes, gehen wir hin. Zack. Und dann geht's auch weiter. Ne? So geht das. Auf jeden Fall, die Resonanz zu den letzten Parts hat mir gefallen. War gut. Euer Feedback war geil. Gerade zu dem super Zombie-Party-Ding. Das fand ich auch ziemlich geil. War auch ab jetzt auch das Highlight, sag ich mal, des Spiels. Deswegen, das hat mir am meisten Spaß immer zu spielen allgemein. Die Atmosphäre war nicht zu düster und allgemein war es recht gut, sage ich mal. Gucken wir mal, was der Doktor jetzt zu uns sagt. So, Palastuntergrund sind wir erstmal. Wo kein Zombie hoffentlich ist. Hoffentlich. Wenn hier einer ist, dann bin ich tot. Also vor Angst. Aber es sieht gut aus. So, stimmt, wir müssen ja hier durch. Die lange Ladezeit vor der Tür, das ist immer krass, ey. Also wahrscheinlich, weil die ganzen Texturen und alles hier sind. Ganzen neuen Sachen. Und das wäre krass, wenn hier hinter jetzt ein Zombie mal wäre oder sowas, ey. Das wäre was Neues. So, nicht erschrecken. Hier sind ein paar Zombies, das wissen wir. Und ich glaube, wir wollen das Buch hier reingeben, oder? Ja, machen wir einfach mal. So, wieder in die Ecke. Sonst noch irgendwas? Was? Was ist mit ihm denn los jetzt? Oh Mann! Das ist dies letzter Brief an Francis Bacon! Gnädiger Francis! Und so weiter und so fort. Ja! Er erwähnt den Panazee-Schlüssel. Also, die Raben glauben, diesen Schlüssel zu besitzen. Sie müssen noch irgendwo in London sein. Ich weiß nicht wie, aber wenn Sie sie finden und den Schlüssel beschaffen, könnte ich das Mittel herstellen. Cool. Geil. Bloß wo ist der? Muss ich weitermachen. Ich habe der Queen und meiner Zunft einen Eid geschworen, die dunklen Ecken des Unwissens auszuleuchten. Und das werde ich. Passen Sie auf sich auf. Alles klar, Meister. Werden wir machen. Gut, wir sollen also einen Schlüssel holen, beziehungsweise ein Schlüssel, damit er weitermachen kann, beziehungsweise weiterarbeiten kann. Wo wir dazu hin müssen? Keine Ahnung. Wir gehen einfach wieder in unseren Gully of Doom und gucken einfach mal, wo wir hin können. So, wo sollen wir denn als erstes? Wir sollen uns erstmal wieder ins Safe House. Alles klar, da waren wir ja gerade erst, aber kann die Story ja nicht wissen, dass wir da auch gerade waren. So. Nochmal ein wunderschöner Ladebildschirm, den wir auch nicht überspringen können. Leider, leider. Mal gucken, wie es weitergeht. Also, wie gesagt, das letzte Kapitel hat mir sehr gut gefallen. War mit das Beste und ja, ich hoffe, es geht so gut weiter, ne? Mit ein bisschen Stimmung und nicht so einer düsteren. Check die CCTV-Monitore. Alles klar, was soll denn da sein? So. Ja, was haben wir hier denn? Ich hätte da eine Idee. Und die wäre? Es wird von einem Militärlager am Palast berichtet. Dem Befehl hat Colonel Waverly, mein alter CEO beim Desert Storm. Sag ihm, der Prepper schickt dich. Du könntest ein paar bessere Waffen gebrauchen und ein wenig C4 könnte auch nicht schaden. Mhm, C4. Hört sich gut an. Alles klar, dann gehen wir jetzt mal dahin zum Militärlager. Schauen wir mal. So, auf der Karte irgendwo ein Zombie vielleicht? Nö. Keine Freunde von uns hier. Nix. Gar nichts. Komisch, komisch. Dann mach das Tor auf mal. Hallo? Mach das Tor auf?
Danke. Mann, 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 Mann. Der hat wohl auch gute Ferien gehabt, ey. Warum ist die Musik so anders? Ich kann mal kurz auf meinem MG gucken, ob irgendwo Zombies rumlatschen. Sieht aber nicht so aus. Alles klar. Du musst online sein. Hä? Was habe ich denn gemacht? Was wollte ich denn? Hä? Du musst online sein. Für was denn? Für was muss ich denn online sein, bitteschön? Kann mir das irgendwer sagen? Glaub nicht. Irgendwas aufgespürt oder was? Ach, da hinten ist ein Zombie oder eine Ratte. Ich glaube, wir gehen da hinten mal hin, oder? Gucken wir einfach mal. Was ist denn da? Hier vorne soll das sein. Magga! Scheiß Maus! Mann! Ich hätte auch einfach scannen können, ne? Hier ist aber gar nichts. Kommt mir da seine Maus entgegen, ja, auch nicht schlecht. Was macht der Zero? Sich zu Tode erschrecken. Auch nicht schlecht. Gut, gehen wir mal hier lang. Hier soll ja es weitergehen. Ist das wieder die Bahn oder die U-Bahn oder wie es ist? Oder was ist das hier? Was ist denn da? Ach, keine Ahnung. Ach du Scheiße. Das sieht gut aus. Hier sind ein paar Zombies. Ist da was? Pistolenmunition und da ist eine Tür. Nein, die Tür wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich erstmal. So. Ah, ich verstehe schon. So. Hier sind jetzt Zombies hinter, oder was? Ja. Hm, wie mache ich das am schlausten jetzt? Ah, das sind Ratten. Oh man, ey. Was ist das denn da? Ach. Ein Schlucki. Ein Spritziger. Der schluckt, ne? Ja, das ist einer. Der spuckt uns an vor Freude, wenn er will. Der hat einen harten Bio. Was hat er denn hier dabei gehabt? Was ist das denn? Steuerungsaufwertung. Ne, Streuungs. Ha, Steuerungs. Gut, ich würde sagen, wir gehen nochmal ganz kurz ins Safehouse und boosten unsere Waffe. Warum sage ich immer Steuerung, ey? Ich habe, glaube ich, letztes Mal auch Steuerung gesagt, ey. Deswegen, das haben wir nämlich letztes Mal auch noch nicht gemacht. Und wir haben da so ein paar Sachen zum Aufwerten, deswegen sollten wir das mal machen. Also meiner Ansicht mal nach. So, bevor wir hier in den nächsten Kampf ins Militärlager gehen. Militärlager klingt ja gar nicht so nach Waffengedöns und sowas. Also da kann ja uns nichts passieren, ne? Deswegen ist hier vielleicht noch irgendwas. Ich brauche noch irgendwelche Zombies eigentlich, die mir hier ein paar Sachen geben können. Deswegen, unser Safehouse muss ein bisschen gefüllt werden. Ich habe noch ein paar Sachen in die Kiste gepackt nebenbei. Also, als ich mal so gespielt habe, ein bisschen gefarmt und sowas. Da habe ich noch ein paar Kuchen und alles da reingepackt. Ein bisschen Munition. Alles das, was sich ein Mensch wünscht. Gut. Wir können eigentlich so in unser Safehouse reingehen. Hier ist nichts. Zack. Hier und schließen wir die Tür. Die schließen wir auch. Und dann können wir hier jetzt unsere Waffe aufwerten. Genau, meine Freunde. Und zwar könnt ihr das, glaube ich, hoffe ich mal, da so. Mann, verdammt. Doofes Kabel. Jetzt darf ja nichts passieren. Ich steck's mal kurz ab, sonst klappt das hier nicht. Da könnt ihr sehen, wir haben da mehrere Auswahlmöglichkeiten mit unserer Waffe. Und was haben wir da alles denn? Genau, wir haben zwei Streuungs. Ich glaube, eine Feuerkraft ist das. Und dann können wir unsere Waffe verbessern, unsere normale Pistole. Das ist eine sehr schöne Sache, muss ich sagen. Ich muss hier kurz nochmal mein Ladekabel wieder anschließen. Und wir machen das einfach mal, würde ich sagen. Komm. Zack. Da haben wir jetzt Streuung von 3 auf 2,5 gemacht. Okay, machen wir nochmal hier eine Feuerkraft jetzt drauf. Und haben jetzt von 88, nee, von 77 auf 88. Super, wir können es noch bestätigen. Jetzt haben wir eine bessere Waffe, wie es aussieht. Ach, wir könnten auch, ah, okay. Wir hätten auch die anderen Waffen machen können, wie es aussieht. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Also man kann auch hier das Schrotgewehr und alles auch aufbessern. Oder auch die andere Waffe. Je nachdem. Deswegen, es ist eine sehr schöne Option, muss ich sagen. Gegen Kampf gegen die Zombies, dass man sich darauf verbessern kann. Deswegen, schöne Sache. Gefällt mir. Gut. Hat jetzt zwar nicht so viel gebracht, aber was soll's. Super. Ich wäre dafür, dass ich erstmal mein Schrotgewehr wegpack und erstmal meine normale Knarre
dorthin packe, weil ich glaube, die hat etwas mehr Feuerkraft, oder? Ich sieht jetzt auch anders aus, ne? So eine Magnum sieht die aus. Not bad, not bad. Gut, aber wir wollen jetzt hier nicht labern, wir wollen weiter. Und dafür muss ich erstmal die Tür finden. Ach so, wir haben auch eine Taschenlampe, stimmt, die hätte ich auch machen können. Hatte ich die ganze Zeit an? Weiß ich nicht. Aber das mit dem einen Zombie, das habe ich gesehen. Das ist ja dieser Vorteil gegenüber anderen Spielen, sag ich mal. Ich weiß nicht, aber das mit dem Gamepad, das finde ich einfach gut. Das passt in dem Spiel gut rein, dass man dann sehen kann, ja, da ist ein Zombie auf der Karte. Den sehe ich und dann kann ich den auch gleich ausschalten. Aber es gibt natürlich auch Zombies, die nicht auf der Karte eingezeichnet sind und die dann einfach überraschen wollen. Voller Freude und ihrem ganzen Charme, den sie haben. Ne, das gibt's ja auch, aber das kennen wir alles. Wir haben uns ja schon öfters erschreckt im Spiel. Ne? Ja. Super. Hier lang war's, genau. Hier sind auch keine Zombies mehr auf der Karte, wie es aussieht. Und dann gehen wir jetzt mal hier so durch. Gucken wir einfach mal, was ist denn hier? Ist hier irgendwas? Können wir mal gucken, ob hier welchen Verteiler oder sowas noch ist. Oder irgendwas anderes, was wir gebrauchen könnten. Da ist die Tür, ja. Da müssen wir aber nicht hin. Ich hab ein bisschen Schiss, da jetzt reinzugehen. Achso, jetzt müssen wir da hinten hin. Sicher, dass hier nichts ist? Nö. Hier soll angeblich nichts sein. Okay, ich traue dem Spiel trotzdem nicht. Ne, der ist auch leer. Och Mann, Leute, das ist so doof. Das ist so doof und gemein. Ich will hier doch gar nicht lang. Okay, was haben wir hier unten denn? Ey, mach die Tür doch richtig auf. So, jetzt gehe ich durch, mach die zu. Und was haben wir denn da unten? Ich hoffe einfach mal gar nichts. Sieht nach nichts aus. Super. Super die Duper. Was haben wir hier noch? Irgendwas? Nö, hier ist auch nichts. Alles klar. Hier soll auch kein Zombie sein. Alles klar, kommen wir hier so durch. So durch. Das sieht alles so düster aus, ne? Da kriegt man ja schon leicht Angst, sag ich mal. Was leuchtet da so komisch? Fragen über Fragen. Ich weiß es nicht. Was haben wir denn? Verlassen wir mal den Ort, wa? Und weiter geht's. Hier, keine Ahnung, wo wir gehen. Sind wir jetzt schon im Militärlager? Wäre eine Möglichkeit, ich weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall ganz schön, wenn wir jetzt schon mal da wären. Dann brauche ich nicht Angst haben. Habe ich noch mehr Angst, sicherlich. Egal. Jo, das ist schon eine lange Zeit, wie ich aufnehme, merke ich gerade, aber wir haben noch nichts geschafft, ne? Eigentlich haben wir noch gar nichts geschafft. Von daher gucken wir mal, wie lang der Part heute wird. Zack, wo sind wir jetzt? Aha, an einem Ort ohne Karte. Ah, wieder eine Pennerdecke. Hier schlafen die Zombies, wie es aussieht. Doch, ich kann das nicht ab, ohne Karte zu spielen, wisst ihr? Das ist schlimm. Das ist so schlimm. Ich mag das einfach nicht. Leuchte, leuchte vorher. Ist da irgendwas? Da ist doch was. Was ist das denn da oben? Ist das eine Glirrbirne? Also ich kann das nicht entziffern, was das ist. Nö. Laut Ding soll hier nichts sein. Okay. Dann ist hier nichts. Okay. Da vielleicht was. Auch nicht. Ganz vorsichtig. Alter, was ist da hinter uns? Ist das Dampf?
Was soll die Musik? Maga, was soll das? Die Raben von D rufen alle Überlebenden. Die Evakuierung beginnt, wenn die Glocken des Towers läuten. Ich wiederhole. Grünes Licht für die Evakuierung. Sandra Bloody Kelly. Ich dachte, sie wäre tot. Aber beachte sie nicht. Die Raben könnten nicht meine Orgie im Puff organisieren. Evakuierung, Scheiße. Die knall ich hier ab und klauen dir deinen Pop. Hä? Super. Da freut man sich ja. Gut, zu. Was haben wir denn hier? Da geht's raus. Ah, wir müssen da hinten jetzt wahrscheinlich raus gleich, ne? War ich hier hinten nur mein Freund? Zombie der Zombie? Ich meine, dass der da immer war, oder nicht? Also, dass der hier um der Ecke gleich immer steht, ne? Also, ganz ruhig beim Zero. Hier ist nichts außer Zombie der Zombie. Der ist nicht da? Wundert mich. Wow. Chillig. Hier fast so, als ob ich hier keine Angst brauche. Keine Angst. Ich sehe es gerade auf dem Radar. Hier ist genug Angst. Tsching. Ja, da oben sind 5 Zombies. Okay. Ist hier im Wasser was? 100% ist hier einer. Was war das? Ganz ruhig. La 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 la. Hört sich gesund an, was hier ist. Da ist einer. Das sieht lustig aus, das Gebiet. Da habe ich hier jetzt schon richtig Bock hinzugehen, wisst ihr es? Wenn ich da sehe, wie viele Zombies hier sind, ne? Da habe ich wieder richtig Lust drauf, das Spiel. Seh dich nach dem Colonel um, er hat die Keycard für die mobile Waffenkammer. Na super. Ich glaube, das lassen wir auf. Was ist das denn hier? Was ist das denn? Da oben. Achso, da ist der Colonel wahrscheinlich, oder was? Hier ist alles voller Zombies. Und Frösche. Und was ist hier? Ja, da gehe ich auch bestimmt rein, ey. Ich muss hier lang wahrscheinlich, ne? Ja, da hinten sind sie alle. Meine ganzen Freunde. Aus der Mutter Natur. So, ich versuche mal jetzt abzuschießen. Kommt einer hier? Hier soll auch einer sein. Soll alles voll. Kommt jetzt einer her? Hey, da hat doch einer gerade gebrüllt. Oh, mach die Frösche aus, ey. Das macht mich verrückt. Jetzt muss doch einer herkommen. Hallo? Junge. Die mich verarschen. Ach, da ist einer. Okay, getroffen habe ich ihn. Ja, aber. Wie doof. Wo bist du, Alter? Ist der unsichtbar? Ach nee, der ist durchs Wasser gegangen. Ein Amphibien-Zombie. Das ist die neue Sorte. Die kann durchs Wasser klettern. Ein Amphibien-Zombie. Genial. Okay. Kann ich denn da raufgehen? Nö. Darauf kann ich nicht, aber hier ist alles voll. Maga, will ich hier durch?
La 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 la. Oh, fucking Rucksack, ey. Du lebst noch? Die lebt da noch. Macht gerade alles so ein bisschen Angst, Leute. Könnt ihr auch hoffentlich verstehen, dass ich auf jedes Geräusch gerade ein bisschen aggro reagiere. Boah. Wenn man hier auch nichts sieht. Da ist das Ding. Man sieht hier nichts. Da hinten soll der nächste sein. Da irgendwo. Magas, wo seid ihr? Ich hab grad ein bisschen Schiss, ich weiß. Ist üblich. Ach, da! Die haben da eine Party. Der kommt jetzt her, oder was? Naja, Leute, bevor ich hier einen auf Mega-Action mache, beende ich eben den Part und sage bis zum nächsten Part. Zombie U. Ciao.